Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ein Tag bei mir so vergeht und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich habe jetzt auch seit neuestem einen Instagram-Account für diesen YouTube-Kanal erstellt und da wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir dort für mehr Content folgen würdet und auch als Vorteil für eine Verlosung, die in diesem Video kommen wird. Und jetzt machen wir auch weiter mit dem Video. Die Mahlzeiten habe ich jetzt aus dem Video rausgelassen, aber nach dem Frühstück mache ich mir gerne einen Kaffee, bevor ich dann anfange zu arbeiten. Cause I hope you pick it up soon and you know just what to do. Dann gehe ich an meinen Schreibtisch und erstelle mir meine To-Do-Liste. Momentan mache ich gerne meine To-Do-Listen analog statt digital und hier seht ihr, wie ich noch die Seite zu Ende gestalte. Ich setze mich meistens um 10 bis 10.30 Uhr an meinen Schreibtisch und meine Arbeitsschicht beginnt um 11 Uhr, das heißt, da habe ich noch so ein bisschen Zeit und die nutze ich gerne, um zu lernen. Morgens bin ich jetzt nicht wirklich produktiv, was Lernstoff für die Schule betrifft, deswegen mache ich das lieber nachmittags bis abends, aber morgens fange ich trotzdem gerne mal an für den Fall, dass ich abends keine Zeit mehr dazu habe. Cause I hope you pick it up soon and you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest. Um 11 Uhr beginnt dann auch schon die Arbeit und wir sind tatsächlich immer noch im Homeoffice, was sich aber voraussichtlich in den nächsten Wochen ändern wird. Und meine Hauptaufgaben sind Telefonate und E-Mails, weil ich die Kundenberaterin in unserer Firma bin. Deswegen kann ich euch jetzt leider nicht ganz so viel zeigen, aber trotzdem bekommt ihr so einen kleinen Einblick. Gar kein Problem. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Außerhalb der Telefonate und E-Mails kommt es auch vor, dass manche unserer Kunden Werbeflyer bei uns bestellen und die entwerfe ich dann auch. Dann ist auch schon irgendwann Mittagspause und ich bin erstmal rausgegangen, habe bei Deichmann etwas zurückgegeben, Brot gekauft und bin wieder nach Hause gekommen. Heute gibt es eine Verlosung und zwar von einem Stickerset, was ich selber gemacht habe. Einmal mit Planer-Stickern, Bannern, die ihr beschriften könnt und diese Sticker hier, die ihr seht. Und zwar werde ich das zweimal verlosen, einmal auf YouTube, einmal auf Instagram. Und was ihr dafür machen müsst, ist mir einmal auf YouTube folgen, beziehungsweise auf Instagram, diesem Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare etwas schreiben. Und am Ende des Kommentars einfach den Hashtag Verlosung schreiben und das gleiche auch für Instagram. Einfach mir dort folgen, den Beitrag, den ich dazu poste, einfach liken und in die Kommentare etwas schreiben und mit dem Hashtag Verlosung beenden. So, dann wird dann mit dem Zufallsgenerator ausgelost und genau, ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Spaß dabei. Nach der Mittagspause geht's auch schon weiter und hier seht ihr, wie ich mich noch für die letzten Abschlussprüfungen anmelde. Es gibt in der Türkei jedes Jahr die reguläre Abschlussprüfung, in der jeder 12-Klässler dieselbe Prüfung bekommt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für ausländische Schüler bzw. für türkische Schüler mit einem ausländischen Ausweis, sich an bestimmten Unis für eine andere Prüfung anzumelden, die dann auch extra für ausländische Schüler gestaltet wurde. Und dadurch, dass ich ja auch den deutschen Pass habe, kann ich mich dort auch anmelden und kann so durch meine Chance erhöhen, auf einer guten Uni aufgenommen zu werden, weil ich ja erst vor 2 Jahren in die Türkei gekommen bin.
Für die regulären, also türkischen Prüfungen, hatte ich mich schon vor ein paar Monaten angemeldet. Da war die Frist schon viel früher. Das heißt, am 26. und 27. sind die türkischen Prüfungen und eine Woche später, also am 5. und 6. Juli, sind dann auch schon die letzten ausländischen Prüfungen quasi. Und dann bin ich komplett durch mit der Schule. Dann arbeite ich weiter und um 6 Uhr ist dann auch schon Feierabend und mein Bruder und ich haben uns dann spontan dazu entschieden, Muffins zu backen mit einer Backmischung, was wir vorher noch nicht gemacht hatten. Und wie das abläuft, seht ihr jetzt. Ihr macht das gleich. Also, ja, ist das jetzt auch ein Video oder was? Oh mein Gott, was? Jawasch, jawasch. Okay, jetzt kannst du die Packung wegschmeißen. Yes. Ich hoffe, ich schaff's, Alter. Ist gut. Oh shit. Ohne die Kamera zu machen, du machst. Alter Schwede, was ist das? Muffin. Autos pişirme, 200 Grad. Önce de nasıl tutmadık biz? Yani vergessen den Ofen vorzuheizen. Anne? Ey, weißt du nicht mal, wie man den Ofen anschaltet oder was? Ich hab vergessen, den Schlauch zu tun. Das wird nicht heiß damit. Dafür ist dieser Handschuh gedacht, Akif. Der Handschuh ist dafür da, damit du heiße Sachen anfassen kannst. Ich hab so Angst gerade. Und dann aber direkt auf den Herd, nicht auf den Tisch. Ah, mein Gesicht. Mein Gesicht brennt. Mein Gesicht So sahen die Muffins dann auch schon am Ende aus und danach sind wir noch alle zusammen rausgegangen, sind ein bisschen spazieren gegangen und haben so die letzten Stunden vom Tag verbracht. Das war's auch schon. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! You should learn that all.